Lucie Vonkova. Der Referee von vandaag. Spiel von heute, eigentlich ein kleines Freundschaftsspiel, aber am Ende gewonnen. Wichtig. Ja. Na, für uns ist das sicher wichtig, dass wir haben heute gewonnen. Sicher vor Bayern. Ich denke, heute war schon ein schweres Spiel. Viel gelaufen, viel Duells. Aber ja, wichtig vor Bayern, dass wir haben heute gewonnen. Du warst in die Anfangsmannschaft heute. Es muss auch gut tun für dich. Ja, für mich ist es sicher. Ich war lange verletzt und ja, ich muss noch ein bisschen die Minutage kriegen. Und hoffe, dass ich einfach vor Bayern echt endlich richtig fit bin, bleib. Und ja, für mich ist das eigentlich das Belangreichste, dass ich einfach, ja, dass ich wieder auf dem Feld kann stehen und stehen, sorry. Du hast da auch durch Tschechien verpasst, aber die haben es gut gemacht. Die sind immer noch in die Running, um sicher zu die Barrage zu gehen. Ja, ich bin stolz auf mein Team, dass wir haben das geschafft haben. Und ja, wir müssen jetzt abwarten, wie Spanien gegen Polen spielt. Aber ich hoffe, dass Spanien gewinnt und dass wir können einfach endlich die Barrage spielen, Playoff spielen. Und nächsten Donnerstag, dann gibt es UEFA Champions League. Da siehst du ganz viele Freunde von Bayern zurück. Etwas Spezielles für dich, denke ich. Ja, sicher. Ich habe die 2 Jahre da gespielt. Also für mich ist das immer noch, ja, sehr, ja, Familie und viele Freunde habe ich da, aber die Ziel bleibt gleiche für mich und wir wissen natürlich, dass Bayern ist ein sehr starkes Team, aber wir wollen gewinnen. An die andere Seite, ihr seid in die Underdog-Rolle, das heißt, Bayern ist der Favorit, das heißt an der anderen Seite auch, alles darf, nichts soll. Ja, stimmt. Ja, das ist sicher, der Bayern ist jetzt in guter. Die haben, denke ich, noch kein Wettstreit, kein Spiel verloren. Denke ich, nur ein Tor gekriegen. Also, es wird nicht so einfach, aber Champions League und sowieso jedes Spiel ist einfach anders. Und Champions League ist sicher und ich denke, wir haben die Chance. In jedem Fall alles Gute da und wir sehen uns. Dankeschön.